Wir nutzen mal die ganz, ganz kurze Pause aus in Sachen Wichtigkeit des Wetters, bevor wir uns dann um den Sturm und den Regen in den nächsten Tagen ein bisschen ausführlicher kümmern werden und um den Wintereinbruch in den Alpen. Und wir nutzen es auch aus, um mal dieser Frage nachzugehen, was ist eigentlich mit dem Oktober? Es ist ja momentan eine Flut in den Medien an Meldungen. Hochsommer im Oktober, der 30 Grad Oktober steht uns bevor. Es wird der heißeste Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Hochsommer, Open End und so weiter und so fort. Vielleicht nicht ganz so. Grüße Sie und grüße euch. Das ist übrigens ein Bild noch von einem September, wo es im Hintergrund im Karwendel geschneit hat. Und ich glaube, ganz persönlich, wir werden uns in den nächsten Tagen ausführlicher damit beschäftigen, der Herbst wird nicht alt werden. Der Winter kommt relativ früh und der Oktober wird alles andere als sommerlich werden. Ich gehe mal davon aus, dass der sehr nah am langjährigen Mittel dran ist, wenn nicht sogar leicht darunter sein wird. Schauen wir uns mal ganz kurz an, wie wahrscheinlich sind denn 30 Grad im Oktober? Das sind die Rekordlisten in Deutschland. Es sind 13 Werte, die 30-Grad-Marke erreicht haben. Aller Wetterstationen, aller Oktober, seit Beginn der jeweiligen Wetteraufzeichnung in dieser Wetterstation. Das ist nicht so verbreitet. Das hatten wir 2009, war übrigens dann ein kalter Winter danach. 2009, dann 2023, das war der Rekordoktober. Was haben wir noch? 1985. Da kam sehr früh der Winter im November. Es war einer der kältesten Novembermonate überhaupt. Und da gibt es noch 1966. Habe ich jetzt nicht im Kopf, wie der Winter danach war. Aber die 60er Jahre waren hinten raus jetzt auch nicht so wahnsinnig warm, sondern eher schneereich. Und da waren noch gute Winter dabei. Kann ich ja nachreichen. Schauen wir mal auf die Hitzetage, die ein Oktober im Schnitt bringt. Schaut mal auf die Skala da. Das sind 0,01, da geht es um Hundertstel. Da ist nichts drin. 30 Grad Oktober. Wir müssen da eher auf die Sommertage gehen, ab 25,0 Grad. Und da hatten wir in den letzten Jahren immer mal wieder solche Oktober. Aber das gab es auch schon immer mal, dass da gemittelt ein Tag dabei war im Oktober. Also das ist ja deutschlandweit gemittelt. Und wenn es da ein paar 25er gibt und da ein paar 25er und das summiert sich auf, dann sind wir halt im Schnitt bei einem Tag und der grobe Schnitt liegt bei 0,1 Tag. Das ist also auch nicht allzu häufig ein Sommertag. Und die wärmsten Oktober bei uns in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen aus dem Jahre 1881 sind 2022 und 2001. 2001 hatte 12,50 Grad und 2022 12,53 Grad. Da ging es also um Hundertstel. Und zu 2001 müsste man vielleicht noch sagen, der September davor war sehr kalt und nass. Da war der Oktober eben deutlich wärmer als der September und 2022 war halt ein Nachzügler eines sehr warmen Jahres und auch eines heißen Sommers. Und der Oktober 2022, der ging eigentlich gleichmäßig hier bis in den November hinein. Und das ist die Temperaturkurve des langjährigen Mittels. Der drehte also im Laufe des Monats so richtig auf. 2001 war er am Anfang sehr warm, ging dann zwar ein bisschen runter, blieb aber weit überdurchschnittlich. Und das ist in diesem Jahr eher unwahrscheinlich. Schauen wir mal ganz kurz auf ein Ensemble für Hannover nach dem amerikanischen GFS-Modell. Der weiße Strich da in der Mitte, das ist der Start eben in den Oktober. Die rote Linie als Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe und diese weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen. Unten sind die Niederschlagssignale. Um einen sehr warmen Oktober zu bekommen, brauchen wir viel Wind. Wir brauchen Süd- bis Südwestlagen, die durch Mischung bringen. Im Idealfall nah an einem Tief, dass wir auch sehr warme Nächte haben. Und allein das ist hier schon mal nicht drin. Da gibt es Ausreißer nach oben und nach unten, klar. Aber wir sind hier im Bereich des Mittels. Mehr als Durchschnitt oder leicht überdurchschnittlich werden wir hier nicht hinbekommen. Und das ist immerhin die erste Dekade. Die wird schon mal nicht auf einen extrem warmen Oktober einzahlen. Nach dem amerikanischen Modell und das europäische Modell sieht das genauso, bis auf hier der Kontrolllauf, der geht weit nach oben. Auch da sind Niederschläge dabei. Da ist ziemlich viel Durchschnitt mit im Spiel. Schauen wir mal die gemittelte Wetterlage an für den Start in den zweiten meteorologischen Herbstmonat, eben dem Oktober. Da haben wir hier im Boden hoch über den Alpen, das kräftige Hoch auf dem Atlantik und über Russland und dann dieses gigantische Nordmeertief, das bis in den Norden Deutschlands vorankommt mit der 552er.
Das ist ja nächste Woche Dienstag und das ist das Mittel der Berechnungen. Das zeigt also Tiefdruck mit hochreichender Kaltluft. Das hat gar nichts mit goldenem Oktoberwetter zu tun oder warmem Herbstwetter. Da werden keine Hitzetage erreicht. Und Hitzetage, wenn überhaupt, dann werden die in der ersten Dekade erreicht werden. Danach ist es fast unmöglich. Dann die Temperaturen in 1500 Meter Höhe zwischen 0 und 5 Grad. Und wenn wir bei Durchmischung da so 10 bis 12 Grad maximal draufrechnen, dann wären wir bei 12 bis 17 Grad im Schnitt. Das ist auch keine Hitze. Und im Vergleich zum langjährigen Mittel sind wir da sogar deutlich im Minus. Und dann gibt es noch den nächsten Zeitschritt. Das wäre der 9. Oktober. Da haben wir immer noch dieses Bodenhoch. Ach, das wollte ich euch noch sagen. Wir haben zwar hier das Bodenhoch, aber ein Höhentief. Und dadurch kommt keine Stabilität zustande. Und das ist hier ähnlich auch am 9. Oktober. Wieder dieses Bodenhoch, aber die Abschabung im Hintergrund der Farben, der Orange- und Gelbtöne, zeigt für ein niedriges Geopotenzial nah an einem Tief dran. Das heißt, auch der Oktober wird nicht hochdruckgeprägt sein. Da sind wir mal vor vielen Monaten von ausgegangen, dass der Oktober golden werden könnte. Aber durch den August und die ganze Entwicklung hat sich das verschoben. Wenn ein August so nochmal Wärme bringt und auch Hitze, dann ist es gern mal so, dass der Oktober, muss nicht sein, aber es kann sein mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass der Oktober dann die Grätsche macht. Denkt mal an 2003. Da hatten wir diesen gigantischen Hitzesommer, diesen gigantischen Hitzeaugust und der Oktober war kalt und brachte schon Schnee und Frost und war Auftakt eines wechselhaften und nicht mehr allzu warmen Winters. Zwar überdurchschnittlich, aber trotzdem brachte er Winterwetter. Und die Temperaturen in 1500 Meter Höhe liegen bei um die 5 Grad und im Vergleich zum langjährigen Mittel sind wie auch hier im Schnitt. Noch einmal, die erste Oktoberdekade wird nicht auf einen möglichen Rekordoktober einzahlen. Ich gehe davon aus, wir kriegen überhaupt keinen. Das geht nicht mal annähernd in die Richtung. Durchschnitt ist das Wahrscheinlichste und auch das Wärmste. Apropos das Wärmste. Aus dem Ensemble heraus, da gab es ja die wärmsten Lagen. Das wäre eine so warme Lage mit einem sehr hohen Geopotenzial, hochreichender Warmluft und Süd- bis Südwestlage mit der möglichst oder wärmstmöglichen Mischung, die es geben kann. Aber auch das hier ist schon fast fraglich. Das wäre fast zu wenig Wind. Wir brauchen ein bisschen mehr Wind, damit die Wärme runtertransportiert werden kann. Das geht nicht mehr so einfach im Oktober. Da geht es mit der Inversion los. Und die kälteste Lage brächte klassisches Rückseitenwetter mit diesem wieder mal gigantischen Trog hochreichender Kaltluft. Und da wären wir dann im höheren Flachland, so oberhalb von 500 bis 700 Meter Höhe, auch mit nächtlichen Schneeschauern dabei. Und das Bergland würde weiß werden. Das wäre richtig kalt. Oktober rau, Januar flau, heißt es in einer Bauernregel. Wenn es zu früh schneit im Oktober, dann wird das kein gescheiter Winter. Aber es geht ja jetzt um den Oktober. Schauen wir mal auf das CFS. Das ist ja die Verlängerung des amerikanischen GFS-Modells mit den Tagen immer weiter. Und wir wollen nur auf die Wetterlage um den 25. Oktober schauen, ob denn da Lagen dabei sind, die eben diese Hitze bringen würde, die angekündigt ist. Hier wären wir so am Rande zwischen Hochdruck und Tiefdruck. Auch das wäre nicht wirklich warm. Dann hätten wir hier eine Lage, das ist so eine Schlonslage am Rande eines Hochs, wo hochreichend kühlere Luft kommt. Auch das wäre Schmuddelwetter und eher kühl. Und dann gibt es eine Lage, das ist eine richtig große, fette Hochdrucklage mit einem Hoch von den Britischen Inseln und der Nordsee bis rüber zum Schwarzen Meer. Aber da ist kein Wind. Und da es, ich habe nachgeguckt, vorher einen Polarluftvorstoß gegeben hat, wäre kalte Luft am Boden da, dann kommt das Hoch mit der warmen Luft, Deckel drauf, Ende Oktober, Nebel, Dauernebel, ein paar Grad plus. Mehr kommen wir hier nicht mehr hin. Oder mit mehr kommen wir hier nicht mehr hin. Also auch das wäre keine warme Lage. Und die letzte Lage zeigt wieder mal so eine ähnliche Lage, wie wir sie immer mal wieder in der letzten Zeit hatten, mit dem Hoch auf dem Atlantik und dem Hoch über Russland. Dann einem Tief, über einem Höhentief über dem Mittelmeerraum und erneut einem Arktikausstoß auf dem Nordatlantik bzw. auf das Nordmeer raus bis Richtung Nordsee. Ende Oktober, am 25. habe ich mir gedacht, naja, das ist ja relativ früh. Wie ist denn da die gesamte Zirkulation und die Strömung? Und rund 3 Wochen später sähe das Ganze dann so aus. Da hätten wir dann Mitte November einen riesigen Trog, Tiefdruck über weiten Teilen Europas mit Kaltluft zwischen minus 5 und minus 10 Grad. Das wäre ein früher Wintereinbruch. Ich persönlich, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, wir gehen da noch näher drauf ein, gehe davon aus, dass der Winter in diesem Jahr sehr früh kommt und auch anziehen wird bis ins Flachland. Das haben wir dann schon lange nicht mehr gehabt. Aber in der Mitte, im Hochwinter,
da ist nichts oder relativ wenig, erst hinten raus wieder. So ein klassischer Sandwich-Winter. Ich habe zu viel neulich, Samstagnacht hat mir jemand was zugeschickt mit diesen Wegstaben verbuchseln, kennt ihr vielleicht. Also Sandwich-Winter, hier deutet sich das Ganze an. Soweit das zum Oktober. Ganz kurz noch zu heute Abend, da kommen Gewitter und Starkregen auf uns zu. Das ganze Ding zieht von Baden-Württemberg nach Bayern rein, im Osten der Schweiz, Vorarlberg, Tirol und Südtirol sind davon betroffen, wo es mal richtig plattert und auch Gewitter dabei sind. Und im weiteren Verlauf der Nacht trennt sich dann dieses Regengebiet. Es zieht über Oberfranken dann in den Osten Thüringens weiter Richtung Sachsen-Anhalt und in den Westen Sachsens und auf der anderen Seite nach Salzburg, Osttirol und später auch nach Kärnten. Einen schönen Abend und bis morgen.